Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofbergmann am Bergmann Freitag. Einen wunderschönen guten Morgen. Alle draußen. Moment, ich muss gerade. Lenkrad hier. Lenkrad hat er. So. So, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Das Feld ist schon, schon zum guten Teil runtergeruppt, das Ding hier. Feld 4 ist das, ne? Da haben wir ja in der letzten Folge, haben wir ja das hier bereitgestellt. So, jetzt kennt er das wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt fahren wir da mal automatisch, also nicht automatisch, sondern fahren von selber hin zu dem anderen Stück dahinter. Und 92%, da müssen wir gleich mal einen Abfahrer ran schaffen, weil das wird sich nicht ausgehen. Das habe ich im Gefühl. So, was gibt es noch Neues? Der John Deere, der das Feld 17 ansät mit Mais, der hat kein Saatgut mehr. Der hat kein Saatgut mehr und ich habe gesagt, so ein Chaos wie beim letzten Mal, dass wir drei Fahrzeuge da brauchen, machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Wir machen nämlich etwas anderes. Und zwar habe ich mir mit reingenommen von der Alice Mod Company. Ich muss noch gucken, wo es ist. Hier ist es. Eine Transportmulde mit 4K und 5K Inhalt. Kannst du alles reinpacken, was du willst. Ich würde einfach mal sagen, wir kaufen... Ah, ist aber die Frage, ne? Ist das für den Teleskoplader gedacht oder für den, ne? Das weiß ich nicht. Front, gibt es einen eigenen für den Frontlader? Nope. Gibt es nicht. Okay. Wir testen das einfach mal, für welches Fahrzeug das geeignet ist. Wie gesagt, runtergeladen von der Alice Mod Company Seite. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren, habe ich gehört. Aber ob es wirklich so ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ne, das war was anderes. Zack. What? Ich möchte eigentlich... Alter, dass wir das im Händler rumstehen haben, ne? Okay, wir machen das anders. Wir machen das so. Ich hoffe, ich bekomme auf die Art und Weise... schlecht. Ich wollte es nämlich zurücksetzen, damit ich nicht wieder da runterfahren muss. Weil es wird einfach sehr viel Zeit kosten. Die wir nicht haben. Na, muss man ehrlich sagen. Die wir nicht haben. So, wir machen mal hier den hier. Erstmal Licht anmachen, ne? Wir haben knapp, also wir haben Abend, ja, ne? 19.23 Uhr. Mal gucken hier mit unserem schönen Hof-Truck oder Hof-Frontlader, sagen wir einfach mal dazu, dem Kramer. Wo ist eigentlich der Zurücksetzpunkt? Ah, hier, ja, guck mal. Weil dann nimm doch einfach das, was da steht. Okay, danke, tschüss. Mal gucken, ob das passt. Oh, das sieht nicht gut. Ja, gut, könnte es sein. Könnte es... Oh, es passt. Ja, läuft. Kennt ihr die noch? Die Universal-Kit-Dinger hier? Kannst du dann so auskippen? Vorführeffekt. Läuft. Moment, wie kann man das auskippen? Abkoppeln. Ich möchte es auskippen. Achso, nee, das war das nicht. Nee, kann ich es nicht... Ah, das war das. Okay. Ich konnte es doch auskippen. X. Wow, Werner. Siehst du? Zack. Erledigt. Richtig gutes Gerät. Können wir für mehrere Sachen tatsächlich verwenden. Beispielsweise, wenn wir hier jetzt noch... Haben wir... Ist hier noch eigentlich ein Wagen drin? No. Oh, da ist noch ein Wagen drin. Beispielsweise für das hier wird es funktionieren, ne? Einfach hier unter diesen, diesem Trichter halten und dann wird das hier eingefüllt, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich habe es so gehört. So, aber wir werden jetzt damit Dünger holen. Ne, Saatgut. Aber Moment, kann man das nicht hier rauszupfen? Wir müssten das mal rausfahren. Hat das eine Kugelkopf? Mal gucken. Das irgendwie funktioniert. Mal schauen, ob ich hier irgendwie den ankuppeln könnte. Glaube aber... Nope. Ist auch eigentlich klar, weil es ist keine Kugelkopf... Kupplung. Ne? Es ist nur eine normale Kupplung. Das ist schade. Okay, dann werden wir jetzt noch ab... Werden wir jetzt noch einmal das Ding hier am großen Silo oben befüllen. Der Messer Ferguson ist voll, der Drescher. Müssen wir gleich mal runterfahren mit dem New Holland. So, war das hier? No, das war weiter oben. Gut, wir werden heute auf alle Fälle uns erstmal angucken, wie es mit dem Rüben-Equipment aussieht. Habe ich ja gesagt, dass wir uns das kaufen werden. Der Plan steht natürlich noch. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir gucken, dass die Sachen hier laufen. Und irgendwann muss noch unser Fahrer rumeiern mit dem... mit den Krone-Emsland tatsächlich. Ah, guck mal. Funktioniert. Jetzt wäre halt intelligent zu wissen, wie viel da reingeht, ne? 5K geht hier rein. War noch ein bisschen mehr, glaube ich. Oh, der wird aber schön voll. Ja, ist voll, okay. Dann fahren wir runter mit dem. Aber ich glaube, gehört ganz knapp über den Boden transportieren, weil wenn das Ding vorkippt, dann haben wir, ne?
könnte schon mal die Vorderachse brechen. Hat alles schon gegeben, ich sag's euch. Ist kein Märchen. Alles schon gegeben. Ja, ist halt cool, ne? So eine Mulde kannst du halt für wirklich alles verwenden. Und auf dem Bauernhof ist egal was. Weißt du, auch wenn du nur Steine zusammensammelst vom Hof. Theoretisch, jetzt in Real Life. Kannst alles noch eine Mulde reingeben. Zack. Läuft. Ich habe gehört, das habe ich ja wirklich nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Landwirte das tatsächlich auch für den Mist verwenden. Ne? Wenn sie keine automatische Ausmistung haben, dann wird auch sowas für die Ausmistung verwendet. Ne? Also schön ranfahren am Stall, rein das Ding mit der Schaufel und dann weg damit. Geile Sache, oder? Schön handlich, also kann man auf alle Fälle machen. So, kann ich jetzt... Oh, wo waren... Ne, ich glaube, das Saatgut musste hinten rein. Kann ich das so rein... Moment mal, kann ich das hier so reinschütten? Nee, das funktioniert nicht, ne? Ich muss es wirklich auskippen. Ah, ja. Das könnte ein Problem werden, aber ich hoffe, dass das nicht rausgeht, wenn es nicht rausgehen darf. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass ich jetzt auskippe, geht nichts rein, geht aber alles daneben. Hat's auch schon gegeben. Hoppla, 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 hoppla. Oh, müssen wir mal den Deckel hier aufmachen. Der Deckel muss, uff. Deckel? Geht halt nicht auf, ne? Ich habe Taste N gedrückt, aber... Muss ich dafür einen Motor anmachen? Wow, ich muss dafür einen Motor anmachen. Das ist ja crazy. Na gut. So. Lockfehler frei natürlich, das Ding. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. So. Kann ich jetzt einfach so... Oh! Au, es hat funktioniert. Guck mal. 10% sind drin, ne? Geil! Das heißt, wir können das Ding einfach hier ranstellen und wenn ich's... Oh, das ist ja mega gut. Da kann ich 2, 3 solche Mulden kaufen und einfach einfüllen, was ich brauche. Ja, läuft. So, aus, aus, aus. Och, Mann, 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 Mann. Okay, dann kannst du ja nicht wieder losfahren. Vom Hof zur Feld 17. Zack, die Bohne. So, und weg mit dir. Oh, Partybeleuchtung ist an. Wohin? Fahr doch einfach die Strecke entlang und sagst, selbst ein Junge. Fahr doch einfach hier. Junge. Da ist ein Auto. Da ist ein. Oh, Moment. Ich hab dir nicht gesagt, du musst mir sagen, wenn du da bist. Das wäre in die Hose gegangen. Was ist denn hier noch drin? Oh, nee. Hier ist noch Mischfutter drin. Eieiei. Da müssen wir auch mal ausladen hier. Opa. Also die Kühe haben ja genug Mischfutter. Das haben wir erst vor ein paar Folgen gemacht. Also das dürfte auf alle Fälle noch reichen. Wenn da jetzt schon wieder leer wäre, das wäre ein bisschen bedauerlich, glaube ich. Aber gut. Fahren wir erstmal hier hoch. Oh, gerade so, ne? Zack. Dann fahren wir hier mal rein und kippen das Mischfutter hier ab, sodass wir dann in weiterer Folge zum Drescher fahren können. Ja, das ist der Plan, zum Drescher fahren. Wird hier nicht angenommen? Hat man, glaube ich, schon mal getestet, ne? Egal. Okay, ist wirklich egal. Weil wir könnten auch den Anhänger nehmen, den wir bei dem Seedmaster haben. Das können wir doch auch machen, weißt du? Wir sind ja nicht gebunden an einem Anhänger, sondern... Nee, weißt du was? Wir nehmen einfach den, was wir uns leihen können hier bis Ende Juli. Den Krampe. Den können wir doch... Ah, der war ein bisschen knapp, ne? Der war ein bisschen knapp, du. Also ein bisschen knapp mit der Höhe des Rohrs. Ach komm, was soll der Geiz? Wir fahren da jetzt hin mit dem Fiat. Mit dem Fiat. So. Als allererstes müssen wir hier noch das noch machen. Zack. Bum. Bam. So. Ausklappen. So, wo waren wir denn gewesen? Hier war er gewesen. Irgendwo hier vorne. Ich musste nicht sehr weit fahren, tatsächlich. Hier, siehst du? Ich hoffe, dass er das jetzt ohne Probleme macht. Viele haben auch gesagt, mach es doch mit Curseplay, aber möchte ich nicht. Dann habe ich wieder diese ekelhaften Ecken drin, die nicht besät sind. Das ist kacke. Das wollte ich einfach nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir es mit dem hier. Das funktioniert ja nicht auch. Es funktioniert ja auch, weißt du? Man muss ihm nur sagen, er muss Allrad anmachen. Dann geht das auch. Weiß nicht warum, aber gut. So. Nee. Ich switche so lange durch, bis da unten Fiat steht. Alles klar, da ist er. Kann ich halt hier vorne diese Gewichtsplatte? Yo.
Ja, alles klar. Doppelgewicht vorne, das braucht auf alle Fälle der Fiat. So. Okay, wenn wir dann den Rapsel abgeladen haben, müssen wir auf alle Fälle gucken, wie es aussieht mit dem... mit dem... Wie heißt denn der nochmal? Mit dem Lindner. Der Lindner ist ja immer noch... Ne, der ist nicht unterwegs. Ich habe ihn nicht beauftragt, dass er wieder weiterfährt, ne? Wow! Das ist halt schon eine geile Kiste, der Fiat, ne? Kann man echt nicht sagen. Okay, das heißt, Feld 4 ist auch dabei. Feld 2 müssen wir noch bearbeiten. Müssen wir hier reinfahren? Da hörst du einfach die PS, ne? Sehr schön. Wunderbar. Ja, gefällt der Dreck da wirklich gut. Wirklich gut. Richtig gutes Ding. So. Ja. Gerade so, also eigentlich passt er nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Aber ja, lassen wir es einfach mal gelten, weißt du? Nee. Dich habe ich auch noch hier stehen, ne? Müssen wir mal gucken, wie es. Was ist hier passiert? Was ist da los? Habe ich den runtergeworfen oder wurde einfach durch das Sinken hier, durch das Neustarten und so weiter, einfach runtergeballert, wie vom Feinsten? Das kann auch sein, ne? Okay, okay. Wollen wir den Tieflader hier mal reinstellen in diese Fahrsilos? Weil momentan brauchen wir die nicht, ne? Ach komm, lass ihn den hier reinstellen. Ist doch egal. Oh. So. Da müssen wir noch ein Gewicht dran machen, ne? Das habe ich euch versprochen. Das machen wir auch versprochen. Achso, noch einmal versprochen. Hast du gehört? Okay, wir brauchen... Ich muss kurz was nachgucken. Okay. Dann muss ich ganz kurz hier nachgucken. So, was haben wir denn gemacht? 23.6. Das ist ja schon ewig her. Den kann ich erstmal löschen hier. Zack. Weg. Feld 4 dreschen. Jo. Weg damit. Seedmaster Weizen füllen. Jo. Okay. 26.6. Weg damit. Für Montag Tiere habe ich wahrscheinlich auch gemacht. 30.6. Wir haben schon ewig nichts mehr gemacht, ne? Okay, da können wir aber anders machen. Ich wollte, glaube ich, hier war doch die Bodenbearbeitung drin, oder? Oder wollte ich das Gülle fahren? Das ist ja die Frage. Ja, zuerst Gülle fahren. Jetzt muss ich ein bisschen Dünger ausbringen, ne? Boah, sieht doch gut aus. Aber wir haben Pflügen aus. Ja, richtig. Passt. War nochmal zur Sicherheit, habe ich nochmal nachgeguckt. Aber Pflügen ist aus. Für die ganzen Leute, die neu dabei sind, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank fürs Abo. Pflügen ist aus, ne? Also Pflügen, wenn ich nicht weiß, Pflügen ist aus hier, ne? Gut, alles klar. Hier liegt ein Stapler. Das war der Wind. Deep, 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 deep. Haben wir denn noch vielleicht ein Schlückchen Gülle, damit wir hier noch ein bisschen, ne? Weißt du Bescheid? Bisschen, güllen können. Geht da noch was rein oder geht da nichts mehr rein? Ja, oder geht da was rein? Helfer J, wer ist ein Helfer J von euch schon wieder? So, Helfer J, wer ist denn hier Helfer J? Du, ne? Ich hab mir das doch gedacht. Die Saison muss ich auch mal zurückfahren. Kann ich denn irgendwie auf...
Ich glaube, den müssen wir zurücksetzen. Da geht kein Weg. Ja, nee, klar. Ja, nee, funktioniert nicht. Stapeler. Wo ist denn unser Stapeler? Hier. Guck mal. Oh, nee. Ich möchte ihn zurück. Oh, nee. Falsches Menü. Oh, Werner. Komm. Jung. Kann doch nicht sein. Zack. Hier. Ja. Zurücksetzen. Dankeschön. Gut. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns etwas später wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Hof Bergmann. Oh, kleines Schweinchen. Bis später. Macht es gut. Ciao, ciao. Thank you.